Waschmaschinentests gehören zu den aufwendigsten und teuersten, die die Stiftung Warentest durchführt. Bis zu 1840 Wäschen muss jede Maschine über sich ergehen lassen. Das entspricht 10 Jahren Benutzung bei 3 Wäschen pro Woche. Circa 7 Tonnen wäscht jede Maschine in dieser Zeit. Der Dauertest wird je Fabrikat mit 3 Geräten durchgeführt, um bei Defekten sehen zu können, ob Ausfälle sich wiederholen. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis ein Test abgeschlossen ist. Die Maschinen laufen Tag und Nacht, mit Pausen natürlich. Es sind mehrere Prüfinstitute beteiligt. Die Waschprüfungen laufen in einem anderen Institut wie die Dauerprüfungen. Und wir müssen ganz exakt Normvorgaben einhalten, damit die Ergebnisse dann auch hinterher vergleichbar sind. Und das ist ein sehr großer Aufwand. Dass sich solch ein Aufwand lohnt, zeigt ein Beispiel aus der Dauerprüfung. Eine Maschine entpuppte sich als echtes Sicherheitsrisiko. Der krasseste Fall war eine Maschine von Candy. Da war eine Schweißnaht zerrissen und die Trommel, die barst sozusagen auseinander. Bei den Prüfungen wird nichts dem Zufall überlassen. Gewaschen wird mit einem speziell zusammengemischten Referenzwaschmittel, dessen Zusammensetzung je nach Füllmenge der Maschine grammgenau abgewogen wird. Die Reinigungsleistung der Maschinen wird unter anderem mit normierten Stoffstreifen ermittelt. Verschmutzt sind die Streifen mit Hautfett, Ruß, Öl, Blut, Kakao und Rotwein. Sogar die Wasserqualität muss der Norm entsprechen und wird durch eine eigene Prüfwasseranlage im Keller des Prüfinstituts sichergestellt. Wie sauber die Wäsche wird, testen die Prüfer in verschiedenen Waschprogrammen mit voller und halber Beladung. Alle Maschinen werden mit genormter Haushaltswäsche beladen. Handtücher, Bettwäsche und die verschmutzten Stoffstreifen werden abwechselnd nach einem streng festgelegten Schema in die Trommel der Maschine gelegt. Die Funktionsprüfung umfasst mindestens 20 Wäschen. Nach dem Schleudern wird ermittelt, wie gut die Schleuderwirkung der Maschine war. Dazu wird die Wäsche gewogen. Außerdem prüft die Laborantin anhand des Restwassers in der Wäsche, wie gut die Spülwirkung der Maschine ist. Das aufgefangene Wasser wird auf Waschmittelrückstände analysiert. Und natürlich wird anhand der mitgewaschenen Fleckenstreifen die Reinigungsleistung ausgewertet. In einem speziellen Messgerät werden die normierten Schmutzflecken untersucht. Anhand der Lichtreflexion erkennt das Messgerät, wie gut die unterschiedlichen Fleckenarten entfernt wurden. Bei manchen Maschinen sind Unterschiede schon mit bloßem Auge erkennbar. Ein weiterer wichtiger Prüfpunkt sind die Umwelteigenschaften. Der Strom- und Wasserverbrauch wird bei jedem Waschgang von einem Messterminal genau erfasst und anschließend ausgewertet. Für das Berechnen der Betriebskosten gehen wir von einem modellhaften Waschverhalten aus, denn wir wissen ja nicht, wie das in den einzelnen Haushalten aussieht. Wir berechnen die Strom- und Wasserkosten und rechnen das auf 10 Jahre hoch. Und da zeigt sich doch, dass die Maschinen sich da sehr stark unterscheiden. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Effizienz der Geräte ja sehr unterschiedlich ist. Dabei können die 10 Jahresbetriebskosten von effizienten und weniger effizienten Maschinen durchaus um mehr als 200 Euro auseinanderliegen. Auch ins Akustikprüflabor muss jede einzelne Maschine. Hier wird das Geräusch beim Waschen im Hauptwaschgang und beim Schleudern gemessen. Dabei ist wichtig, dass die Maschinen voll beladen sind, so wie es in der Norm für diese Prüfung vorgesehen ist. Eine Reihe von Mikrofonen erfasst dann den Geräuschpegel, den die Maschine im Verlauf der Messung verursacht. Bei der Handhabungsprüfung sind es insgesamt 5 Nutzer, darunter auch Experten. Die gehen von Gerät zu Gerät und prüfen einzelne Kriterien, also zum Beispiel, wie man die Programme einstellt, wie man die Wäsche einfüllt, wie das mit der Waschmittelzugabe ist. Und schließlich wird in einer weiteren Prüfung noch untersucht, ob die Maschine gegen Wasserschäden geschützt ist. Alle Testergebnisse der Waschmaschinen und Waschtrockner gibt es im Produktfinder unter www.test.de Waschmaschinen.